Wie zahlst du denn das Koks noch? Nebenbei? Auch nicht billig, ne? Nö. Macht ja nichts. So. Na gut. Das muss ich schmecken, das muss wirken. Ja, okay, gut, das ist ein Argument. Das ist ein Argument. Ja, ja. Außerdem, so viel schlafe ich gar nicht, Centos. Nicht mehr, ne? Ich sag oft nur, dass ich schlafe, wenn ich keinen Bock habe auf irgendjemanden. Also Centos. Und aber auch nicht mehr so lange. Ja, das stimmt auch. Also ich ist jetzt wirklich, glaube ich, so letzten anderthalb, zwei Jahre ungefähr. Und seitdem du die mehreren Jobs machst, ne? Ja, das kommt auch noch dazu. Auch noch dazu. Und selbst dann, wenn du viel gepennt hast, warst du immer noch hundemüde. Ja, das ist aber auch manchmal, also das Ding ist, manchmal ist es halt so bei mir, wenn ich, keine Ahnung, lass es 6 Stunden zum Beispiel sein, nur Beispiel jetzt. Werde ich wach, bin komplett perfekt ausgeschlafen. Wenn ich am Wochenende so 10 Stunden durch, ausnahmsweise mal, dann bin ich halt weit drüber mit dem Schlafen, dann habe ich zu viel geschlafen, sodass ich dadurch wieder müde bin. Ich habe meistens aber, penne ich genauso die Stunden wie immer, habe ich auch ab und zu, dass ich richtig kaputt bin, trotzdem noch. Ich habe halt auch das Problem, dass ich ja mit Wecker immer aufstehe und dadurch kriegst du halt keinen ordentlichen Schlafrhythmus rein. Ja. Und dann ist Dauermüdigkeit eigentlich vorprogrammiert. So, die Kacke machen wir mal auf. Wie viel Wecker hast du denn gestellt bei dir? Mittlerweile gar nicht mehr so viele wie früher als Jugendlicher. Als Jugendlicher hatte ich aber ja immer so 10 Wecker, die ich brauchte zum Wachwerden. Jetzt sind es so 2, manchmal 3. Oh lol, meine Baumfähigkeit funktioniert. Ja, bei mir mittlerweile aber auch. Früher hatte ich echt eine ganze Reihe voll, weil sonst bin ich nicht aus dem Bett gekommen. So 2 mache ich halt auch eigentlich nur aus dem Grund, weil manchmal so im Halbschlaf mache ich meinen Wecker versehentlich aus und stelle ihn nicht auf Snooze. Und ich rechne halt immer damit, dass ich den auf dieses Snooze-Mode stelle. Mhm. Wenn ich das versehentlich nicht mache und dann kommt kein Wecker mehr, kenne ich durch. Deswegen mach ja, kenne ich aber auch. Mittlerweile brauche ich aber nur noch einen Wecker und dann bin ich wach. Dann stehe ich auch auf. Ja, zum Wachwerden klappe ich auch oft nur ein, aber der zweite ist halt, wie gesagt, Sicherheitswecker. Das geht früher nicht war das halt aber wirklich so, da habe ich 10 Wecker oder so gehabt. Ja. Und dann bin ich trotzdem nicht wach geworden. Genau, weil, genau so ist das. Da kommt ja noch ein Wecker. Genau so ist das. Einer müsste da noch grob kommen. Genau so. Hörst du eigentlich die ganze Zeit nur dieses Wecker klingeln. Obsidian-Schädel. Das ist ein Deko-Element. Kann ich den hier platzieren, theoretisch? Oder? Cosmetics. Das ist ein Item. Gürtelschlitz. Cosmetics. Gürtelschlitz. Oh. Ein Schädel. Ah, dass der Schädel da so drin hängt. Das wäre crazy. Sieht man leider nicht. Das wäre crazy. Disable. Geht auch mal eine Stufe höher hier. Nee, das sieht man leider nicht. Wir machen ja sowieso noch höher. Wir haben ja noch bis zur Bauhöhe hier. Wie hoch war das? 256, ne? Maximale Bauhöhe? Ich glaube, das kann man sogar anpassen. Immer noch. Also ich glaube, also von dem Punkt aus, wo ich hier auf meiner höchsten Mauerstufe gerade stehe, habe ich noch 150 Blöcke aus Platz. Die Höhe. Geht doch. Ob das sollte reichen für das kleine Schloss hier. Das geht doch. Ist ja wirklich nur ein winziges Schloss. Ja, es geht gerade so. Kupferring. Kann ich aber nicht anlegen. Okay. Ja, manche Ringe kann man irgendwie nicht anlegen. Ja, nee, muss ich. Ja gut, ich habe ja eigentlich schon 2. Der bringt halt auch. Ja, außerdem wäre der ja wahrscheinlich effektlos gewesen, ne? Der normale Kupferring. 10,5 Rüstung. Nee, 0,5. Ah, okay. Da war halt von den Spitzhacken, die ich hier drin habe, einfach die Symbole da drüber, deswegen habe ich es nicht gesehen. Irgendwas habe ich noch, was ich wegschmeißen kann. Ich nehme eigentlich immer alles mit. Seltsam, der Server sagt, dass ich nicht auf der Gästeliste stehe. Centos? Hydra muss wieder auf die Gästeliste. Centos, das kannst du eigentlich. Oder pack ihn wenigstens auf die Sklavenliste. Das wäre auch, das wäre eigentlich auch das Richtige, aber eins von beiden muss schon sein. Ach, seid ruhig. Nee. Uralte Hydra wurde auf die Gästeliste gesetzt. Kleinen Moment. Ich muss einmal kurz reloaden, dann sollte es auch gehen.
gehen. Aber was ist das denn für ein süßes Ding? So, jetzt müsstest du raufkommen eigentlich. Lightning Bug. Geil. Vielleicht hat er es halt nicht übernommen beim Speichern richtig, ich weiß das nicht. Deswegen hattest du okay. Checker, checker. Außer der Name stimmt halt nicht, dann kann das auch sein. Das sah schon sehr richtig aus. Ja, außer der Minecraft-Name ist. Ja, da ist er. Uralte Hydra, moin! Da ist er. Will der Lord doch mal persönlich hingehen? Achso, du bist wahrscheinlich. Ich glaube, der landet beim Start. Im Schneegebiet gespawnt. / TP. Uralte Hydra. Ja, port ihn mal rüber zu mir, dann erzähl direkt bei der Base. Kann ich ihn hier schön begrüßen? Zu Lord. Bin mal gespannt, ob du jetzt wirklich mehrere Köpfe hast. Oi! So. Da ist er. Hydra! Dass wir uns hier mal sehen, das ist crazy. Komm, Nagel, da kriegst du hier. Kriegst du ein Selfie mit mir, ne? Also, er muss ja zuerst noch seine Charaktersachen erstellen. Aber es ist besser, als wenn er da irgendwo jetzt im Gebiet ist und jedes Mal dadurch stirbt. Wenn es dunkel gerade ist. Das Gebiet war auch kacke. Wenn es halt gerade dunkel ist. Mach mal ganz entspannt, Hydra. Falls du in Sprachchat möchtest, von mir aus gerne, musst du natürlich nicht, weil ne, wir sind ja live, also wenn du das nicht möchtest, verstehe ich auch. Du kannst dich ja entscheiden, ob du im Minecraft-Chat oder in der Stream schreibst oder so. Einfach auch stumm bleiben, ne? Wenn du einfach nur bauen möchtest, check ich auch. Ja. Nur, dass du es mal gehört hast, ne? Also. Ich habe auch kein Problem damit. Irgendwie hast du die restlichen Köpfe in deiner Tasche versteckt wahrscheinlich, ne? Das wäre gesagt, dass wir ein Problem damit haben, wir müssen dich ja auch ertragen. Ja, genauso wie wir dich ertragen müssen, ne? Nein, ich mach das freiwillig. Also bisher musste ich Flash noch nicht ertragen. Bisher durfte ich mit ihm zocken. Wieso hat mein Twitch-Chat eben disconnected? Wie dein Kopf auf dem Zimmer. Ja, das kommt auch mal vor. Deswegen disconnected er dann. Das kommt auch mal vor. Das habe ich wirklich mal. Hydra noch nicht schlagen, aber ich kann ihn umherschieben. Dann macht das bei mir auch ab und zu mal so. Wer ist gerne ohne Voice? Perfekt. Also was heißt perfekt, ne? Also check ich, ne? Würde ich auch, glaube ich, also wenn du mich vor 5 Jahren oder so gefragt hättest, oder naja, vor einem Jahr, dann hätte ich auch gesagt, nein, niemals! Ach ja. Ach ja. Das Video war ja auch super, ne? Das Gamescom. Mhm. Ich hab ehrlich gesagt nur durchgeskippt, weil ich das morgens dann irgendwie gesehen hatte. Aber die Stellen, die ich gesehen habe, vor allem mit dem Tanz und so, schon stark, Flash. Also. Nice. Bist ja ein guter Tänzer fast. Aber wie hat sich immer gewehrt dagegen? Weil er auf Feige wart. 3-1. Wieso 3-1? Sören hat dich doch gefilmt. Und das Ganze dazu gedrängt. Ja, ich wollte das alle. Nein, Sören hat dich doch ganz dazu gedrängt. Sören. Ja, den haben wir auch. Den haben wir auch durch ein Minecraft-Projekt kennengelernt. Crazy. Hast du eigentlich noch Kontakt mit ihm? Nee, nur bei Steam. Ja, bei Steam habe ich auch ihn noch. Aber sonst lange nicht mehr geschrieben oder so. Genauso wie mit den anderen Chaoten. Aber Dede sehe ich öfter mal online bei Steam. Alles uninteressant. Genau noch so hässlich aus wie vorher. Hydra ist jetzt da. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Also tob dich aus, ne? Essen kannst du dir gerne, bis du das vom Magier bekommst, automatisch. Kannst du gerne einfach von uns da irgendwie nehmen, wenn da was drin ist. Müsste aber eigentlich ganz viel Brot drin sein. Und auch sonst, ne? Bediene dich einfach, wir haben genug von allem. Das ganze Brot von dir, was du immer reinschmeißt. Ah, in den Mülleimer, ne? Also. Ich find's halt wirklich zu viel. Ich habe mein goldenes Steak. Und fertig, das reicht. Ja, ich hab sie bei. Aber das Steak kann ich ja eh nicht essen. Immer, ne? Du bist Vegetarier.
Ja. Ja, ja, so ist das, so ist das. Cool. So, ich fülle nochmal, ich habe zwar noch ein paar, aber ich fülle nochmal Steine nach. Und leere nochmal meinen Müll dann da gleich aus in der Müllkiste. Also Zendus, die Kiste, die dann da steht, du wirst sie schon irgendwann sehen, das reicht mir. Die Kiste, die da steht, die zünden wir einfach irgendwann an. Außer wir brauchen davon vielleicht irgendwas, aber ich brauche die jetzt erstmal hier, wo sie steht. Mhm. Am besten auf der Kiste würde ich so einen Zentuskopf machen. Dann weißt du, dass da Müll hin muss. Ne, die sind ja schon überall. Das ist mir ein bisschen viel langsam. Also ich habe da extra mit aufgehört irgendwann, weil das du verteilst dann nicht. Sie auch die ganze Zeit. Ja, schon lange nicht mehr, weil wie gesagt, ich ertrage es einfach nicht mehr so viele. Kann Karten ich halt mit deinem Kopf auch jedes Mal machen. Ja, aber die sind wenigstens schön, ne? Nee. Die haben Stil. Du meinst nur, weil also die so weiß sind einfach und nichts weiter? Ich feiere die Farbe weiß, aber... Ey! Immer diese Pussys, die mich hier abschießen beim Bauen. Nervig. Ey! Jetzt reicht's mir, aber jetzt musst du sterben. Oh. Ghost Girl ist wieder da. Moin! Hey, Ghost Girl. Na, geht's den Katzen und deiner Maus gut? Hoffe doch. Aber bei so einer guten Tiermutti glaube ich das auch. So, jetzt muss ich erstmal die Wege wieder zurückfinden. Du bist jetzt auf dem Rückweg dann? Sozusagen, ja. Ich muss aber erstmal den Weg finden. Weil sonst portet dich halt einfach. Also ganz ehrlich, ne. Das haben wir jetzt schon tausendmal gemacht. Dann also wie du willst, ne? Für mich ist fein. Hydra hat sowieso nichts zu sagen. also. Ach, ich finde das schon. Hydra hätte da auch kein Problem mit. Den Tierchen geht's gut, das ist super. Es ist ja, ich muss ja nur in die andere Mine drüben wieder rüberfinden. Außer ich grab mich einfach rüber. Ja gut, und da musst du dann nur wieder rausfinden, ne? So rein theoretisch. Ja, aber das geht schnell. Ich warte auf was. Wartet auf was? Wartest du auf das Update, was wir gerade machen? Definitiv nicht. Definitiv darfst du nicht porten, das meinst du doch, Hydra, ne? Nein. Wartest du auf das Update, was wir hier machen? Also, ich bin gerade am Schloss weiterbauen. Oder wartest du auf was anderes? Ja, musst du mir einmal auf die Sprünge helfen, bitte? Erstmal oder vergesslich. Soll ich mir wieder dein Bild anschauen? Wahrscheinlich. Nee, hast du jetzt vergesslich gesagt oder du bist hässlich? Könnt ihr euch jetzt selber denken, was ich gesagt habe. Okay, hässlich. Dein Maul, du weißt nicht mehr, wie ich aussehe. Zentus? Ich weiß, wie er aussieht. Er weiß auch nicht mehr, wie ich aussehe, weil ich mich seitdem komplett verändert habe und das mehrere Male. Er wird nicht mehr darauf kommen, wie ich aussehe. Er kann mich beschreiben, wie er will. Das Geile war ja, das erste Mal, wo wir ihn gesehen hatten, wir dachten, das wäre ein Mädchen. Boah, ich hab mich fast verschluckt. Das war aber auch der Holter-Cake und keine Ahnung. Also ich dachte das auch. Nur. Ja, safe nicht. Doch. Wirklich? Ja, okay. Aber also selbst wenn, dann werdet ihr noch weniger drauf kommen, wie ich aussehe. Aber wie das so lag halt dafür. Eher an deine Haare und an deinem femininen Gesicht. Feminines. Ja, okay, damals hatte ich noch keinen Bart. Das, deswegen, okay. Ja, das sah. Wenn man nicht genau hingeguckt hat, sah das so aus. Dein Maul, ich will jetzt mit Ghost Girl kommunizieren. Ghost Girl geht's super. Danke der Nachfrage. Direkt wieder ausweichen. Ja. Yep. Ich muss mir nicht so eine Kacke aus Zendos Mund anhören hier, ne? Ja gut, das ist ja was anderes. Also, das müsstest du ja am besten verstehen, Flash. Aha, das verstehe ich ganz gut. Okay, okay. Dann sind wir uns ja einig. So, ich habe in die andere Mine gefunden. Ghost Girl, sorry, ich habe glaube ich zuerst nach deinen Tieren gefragt und dann nach dir, das tut mir leid. Aber dass es dir auch gut geht, ist schön. Irgendwas Neues. Was du berichten möchtest. So. Wo ist denn eigentlich? Wo ist denn eigentlich was? Ich muss da hinten. Werde ich erst sagen, wenn ich es gefunden habe, aber irgendwie. Ach so, na dann. Naja, gut. Dann ist er gut. Aber Ghost Girl, die Tierchen sind doch auch wichtig. Und
Also ich dachte mir so, wenn es den Tierchen gut geht, dann geht es der Tierchen-Mutti bestimmt auch super. Ja, also. Und nichts, was du berichten möchtest. Na gut. Aber du ziehst so ein langes Gesicht heute. Oder dass ich fast meine Nummer jemandem gegeben habe. Ui, da sei aber immer schön vorsichtig. Jetzt bin ich hier. War das wenigstens jemand, den du kennst? Jetzt bin ich hier. Dann wär's ja halb so schlimm. Bist du wieder in der Base jetzt? Fast. Nee. Jira hat auch einfach einen roten Namen. Und wir haben einen grünen Namen. Hat das eine besondere Bedeutung? Oder ist das einfach random? Weiß ich nicht. Ach, okay. Wahrscheinlich, weil wir OP sind und er nicht. Ja, okay, okay. Das ist ausgegangen. Hochskull ist müde, hat heute Schule gehabt. Ja, müde kennen wir alle. Außer Flash, ne? Flash hat da sein Pulverchen für. Flash? Klar, auch im Sommerski. Sommerski. Gibst du uns eigentlich mal was ab, so zwischendurch, oder? Nein. Hast du gehört, ist teuer, das Zeug. Du dreckig. Also, ja, ich würde ja auch bezahlen, so ein bisschen. Also, 5 Euro? Wahrscheinlich nicht. Oh, okay, sorry, dass du geizig bist. Ach, der Richter von der Tafelrunde ist ein bisschen gönnerhaft. Ich bin nicht geizig, fragt Zentos. So. Er ist wirklich nicht geizig. Ja, Zentos ist auch geizig. Dein Kopf ist geizig, ja. Das stimmt, ja. Ich bin auch, also als Lord bin ich auf jeden Fall geizig. Das ist meine Hauptaufgabe, neben Lügen verbreiten. Du hast übrigens das Questbook, ne, Hydra? Das kannst du im Inventar oben anklicken oder du musst halt dein Short dahin legen, dass du drauf kommst. Dein Short dahin legen? Keyshort. Na gut. Meine ganze Rüstung ist schon wieder kaputt. Yay. Was machst du denn? Den göttlichen Beinschuss hattest du mir doch gegeben, ne? Ja. Der hat nur noch 2 Haltbarkeiten. Ja, das war doch eh nicht das beste Ding. Also kann ich den kaputt gehen lassen? Ja. Okay. Das kannst du machen. Wasser holen. Haltbarkeitsbuch gefunden. Wo ist die Hydra eigentlich? Also nicht. Da ist der Zentus. Profilbild habe ich gesehen, ja. Da hast du dich ein bisschen gezeigt, das ist crazy. Die Hydra nicht. Die Hydra hat sich versteckt. Lightning Bug, Dragonfly. Lightning Bugs finde ich ja ultra schön. Das sind coole Mobs. Mhm. Der Zensus ist wieder da. Zensus 36. Hast du es vorhin mitbekommen im Chat, Flash? Ja, ich hab doch gesagt, das, was war das? Achso, ja, stimmt, klar, sorry, ja klar. Aber Matthias ist, glaube ich, auch wieder eingepennt. Er ist schon längst nicht mehr da. Sieht so aus, ja. Ach Quatsch, sag sowas nicht über dich selber. Wenn das wer anders sagt, dann sag ja, hier, fick dich bitte, ne? Aber sag das nicht über dich selber, das breitet nur schlechte Stimmung in deinem Kopf. Braucht man nicht. Ach, immer das Beste von dir selbst. Jupp. Und dann ist alles super. Gar nichts, sowas zu sagen, ne? Nicht wirklich, ne. Was ist denn los? Naja, genauso wie du halt eben, ne? Wer flüstert der Lüge? Das hab ich leider nicht verstanden, weil das abgehakt war. Na, ist scheißegal. Kann auch so über Zentus lästern. Okay. Weil du ein Saftsack bist. Könnte ich eigentlich auch machen, aber ich will nicht den ganzen Tag so fies sein, sonst kommt Zentus gleich wieder. Hydra, geht's dir gut? Die ganze Zeit sehe ich Hydra nicht und auf einmal kracht er neben mir, also praktisch in mir, in dem Block auf dem Boden und stirbt. Okay. Jo, schön, dass du da warst, Ghost Girl. Ciao, ciao. Vielleicht bis später, falls du es nochmal reinschaffst. Und ja, viel Spaß. Dann bau da hinten bei dir mit, ne? Ich weiß nicht, also ich sehe die Hydra die ganze Zeit nicht. Also auf jeden Fall nicht auf der Map.
Ist ja bei Inkognito unterwegs. Ist aber auf jeden Fall ist er gerade hier heftig runtergeklappt. Kann auch sein, dass er gerade wieder beim Start gelandet ist. Ja, dann porte dich mal ruhig mit Rechtsklick. Auf der Map kannst du Rechtsklick und dann port to. Nee, kann er nicht, weil er keine OP-Rechte hat. Hey. Von Hydra. Ja, der verdient hier. Der kommt direkt ins Verlies. Der kommt direkt runter ins Verlies. Du musstest dir ein Bett nehmen und dann einmal deinen Spawnpunkt daraus setzen. Bitte nutze Betten nicht das genug. Bett des Lords. Betten sind genug im System. Ich mag es nicht, System. Mein Bett zu teilen. Inseln im System, das klingt nach hier... Alles gut, hat er eine Struktur gefunden. Ja, die Strukturen haben wir so schon gesehen. Ist nicht egal. So, der kann meinen Müll... Vor allem hat er die Struktur gefunden, da habe ich ihn schon hergeholt. Nachdem er das dann abgeschickt hat. Das bleibt jetzt erstmal so. Wie viele Plätze haben wir denn noch? 155. Blitze? Plätze. Was hast du Plätze, ja, okay. Die reichen immer recht lange, wenn man Kiste geupgradet hat, ne? Hattest du ja letztens erst gemacht. Ja. So. Steine brauche ich. Wir fliegen auch heute die Questziele rein. Ja, aber ich die ganzen Taschen öffne, die ich noch gefunden hatte. Und jetzt erst öffne. Ja, okay. Aber vorhin auch schon, als du unterwegs warst, die ganze Zeit. Ja, zack, weil dann Ringe so in den Kisten rumlagen. Das meiste kommt ja von den Ringen. Was habe ich hier eigentlich? Akolythend. Mhm. Gesundheit. Danke. Ancient Ruby Ring. Was geht bei dir gerade Flash auf dem Bildschirm? Soul Mask. Ui. Jetzt weiß ich genau, was du gerade machst. Das ist muss die ganze Base sehr echt dabei. Okay. Kein Platz mehr. Easy. Kommt noch eine Zeit, ne? Wir haben uns zu viel baut. Nein, das war nicht geplant. Nein. Ungeplant groß gebaut, ne? So sieht's leider aus. So wie das immer läuft bei dir. Nein, nein. Nein, überhaupt nicht. Ach, ich baue mal spontan noch größer. Ja, das kenne ich aber. Das könnte mir beim Schloss hier auch passieren. Ja, deswegen ist das schon besser, dass du es weiter da hinten gebaut hast, ne? Ich habe ja gesagt, du hast die ganze Fläche da hinten. Ja, ich habe mir ja den ganzen Sumpf dann im Endeffekt genommen. Ja, hab ich auch gesagt. Eigentlich müsste da Zentus wohnen im Sumpf. Ja, ich fand das stilistisch ganz nett mit dem, weil ich bin ja der dunkle Lord und dann im dunklen Gebiet hier das Schloss. Endos kann er hier sowas, hier sein komischer Kirschwald da, also den ganzen rosa Bäumchen. Ne? Ja gut, das passt ja zu seinem Turn. Ja, eben. Gesundheit euch beiden, ne? Also. Das ist die Kombinationssprache zwischen mir und Endos, weil er nichts anderes versteht, außer diese Sprache. Ja, ich merke das schon. Das ist deine Standardantwort. Was so ganz normal bei dir eben das. Bin ich nicht so schnell so hochgekommen? Ja, ist ja auch egal, die Höhe. Ist sie das? So, jetzt muss ich hier einmal schauen. Ich sehe halt den Untergrund kaum. Das ist schon wieder nervig. Ich glaube, ich gehe hier jetzt einfach recht gerade runter. War schwer. Vor allem, wenn man keine Vorlage gemacht hat, ne? Passiert eben. Mir fällt auch gerade erst auf, dass wir ja diese von der Mob-Farm. Ist ja einfach eine fette Raute auf dem Bild. Wie? Auf der Map. Da ist einfach eine Raute in unserer Base. Haben wir einmal dieses Kreuz vom Feld.
an diese Raute. Achso, ja. Okay. Oh, jetzt sehe ich Hydra mal hier auf einmal. Ah, das fällt mir jetzt auch gerade erst auf. Okay. Da unten muss sie irgendwo sein, die Hydra. Irgendwo streunert sie da rum. Ja, keine Ahnung, da wandert der wahrscheinlich im Untergrund, ne? Ja, im Untergrund bestimmt im Höhlensystem irgendwo. Irgendwo, ja. Schlendert er durch die Gegend. Irgendwo. Zack, Rüstung kaputt. Ah, nee, Einhaltbarkeit hat der göttliche Beinschutz noch. Okay. Immer schön im Untergrund. Aber wie gesagt, ne, also ich weiß nicht, was du da gerade machst, dann kannst du gerne weitermachen. Aber wenn du irgendwie Rüstung oder so möchtest, bediene ich einfach im Lager. Ah, wahrscheinlich. Außer du willst natürlich, ne? Oder vielleicht baut er auch schon die erste Farm oder so. Das kann natürlich auch sein. Oder farmt erstmal nur, keine Ahnung, was er da macht. Ja, soll er einfach machen, wie er will, ne? Also. Ja. Anja, nur, dass er jetzt nicht. Ja. Sich Sachen farmen muss, die wir schon haben. Ja. Theoretisch. Okay. So. Na gut. Na und gut. Ich habe 36 Eimer Lava mitgebracht. Ja, wofür brauchst du die? Für die Rüstung. Ja, die Rüstung. Lava, Rüstung. Ja, nee, ich verstehe. Ist okay. Ich hab gar nicht gefragt. Und die Blaze Rods brauchen wir doch dafür, deswegen, die kann man doch mit der Lava machen. Ja gut, Blaze Rods hätten wir jetzt auch so farmen können, theoretisch, aber gut, wenn ja, Lava ist auch leicht zu farmen, also. Dann geh die mal farmen, viel Spaß. Echt? Ja, ohne Rüstung jetzt nicht. Hättest du mir das heute Morgen gesagt, als wir angefangen haben, wenn ich meine Rüstung noch hatte, dann hätte ich's gemacht. Ohne Rüstung will er mich in Nether schicken. Naja, selber machen hier, ne? Also. The Frech Centus. Mhm. Ne? My English is very, very well. Okay. Was grad für. Achso, sorry. Wusste ich nicht. Aber meine. Die eine ist auch schon gut kaputt gegangen jetzt. Aber die uncomment ist. People are strange. Bitte. Beryl Booty. Willst du noch was hören, Flash? Ja, auf jeden Fall. Should I talk more in the English language for you? Nee, yeah. I can do this. I can very do this. I have very good German accent. That is very likeful. Nicht? Aber schön mit euch, ne? Findest du? Okay, sorry. Bist du jetzt weg? Oder? Nein. Ich kann so nach Abschied nehmen gerade. Ja, hab ich doch letztens das bekommen? Naja. Ja, wir hatten das doch irgendwie resettet einmal durch irgendwas. Ja, Hydra Thema, nee. Ne? Ganz entspannt. Ich glaube durchs Update halt, ne? Ja, kann sein. Ja, da hatten wir ja irgendwas und da hatte ich auch wieder Erfolge bekommen, die ich gar nicht. Gar nicht mehr machen brauchte. Obwohl, seit dem letzten Mal habe ich eigentlich gar nicht geupdatet gehabt. Vielleicht ist das noch eine andere Stufe vom Erfolg, keine Ahnung. Irnix weiß diese, Irnix gemacht. Chef gesagt, machen so, Baustelle, boom, kaputt. Irnix weiß an diese. Aber ja. Ich gesagt schon, letzten Mal. Das klingt nach einem Raid. Die Hydra hat das Horn gefunden. Ah, okay. Nee, stimmt, das ist bei Spark das Raid-Geräusch, ne? Best Views, die Links werden eben bei mir rausgeblockt. Tschüss. Ah, sind das wieder die dir Subs zum Verkauf anbieten? Ja, ja. Ah, geil, Alter. Das bringt auch einen Kanal voran. Ja, sehr gut. Also, besonders, wenn dann Twitch irgendwann die ganzen wieder löscht. Na gut, ich weiß nicht, YouTube macht das, glaube ich, nicht, wenn du die kaufst. Also zumindest solange die das nicht mitbekommen. Doch, machen wir. Aber dein Kanal ist dann komplett im Arsch. Der Algorithmus schlägt dich gar nicht mehr vor.
Es passt halt da nicht zusammen, deine Aufrufzahlen und die Abonnenten, die Toten, die du bekommst. Na, bei Twitch ist das halt nochmal anders als bei YouTube, ne? Das weiß ich nicht, aber ich habe mal ein paar Accounts gesehen, die haben so 1000 Abonnenten, haben aber maximal 10 Aufrufe auf ihre Videos. Das checkt der Algorithmus natürlich und sagt dann, ne? Und nicht, Fräulein, so nicht. Du kommst jetzt hier Shadowband. Da ist der Algorithmus. Nee, die sehen ja, wer halt normaler Abonnent ist oder wer nicht. Wie die gekommen sind.